Ein Campingplatz im Weserbergland. Meist soll es nachts geschehen sein. Ich war damals 8 und hatte Angst im Dunkeln. Und er hat zu mir gesagt, dass ich ja bei ihm im Bett schlafen kann. In den ersten Nächten hat er mich nur in den Arm genommen. Und dann hat er angefangen, mich anzufassen. Und irgendwann hat er gefragt, willst du mal wissen, was die Erwachsenen machen? Und dann hat er es gemacht. Ich habe dabei geweint. Aber er hat gesagt, es hört gleich auf und hat weitergemacht. Sarah ist eines von 22 Opfern, die gegen Dauercamper Andreas V. ausgesagt haben. Er soll hunderte Male Kinder missbraucht haben. Seit mindestens Ende der 90er Jahre. Letzte Aufnahme des Ortes, wo dies geschehen sein soll. Ermittler hielten fest. Obwohl das 9-jährige Mädchen vor Schmerz geschrien haben soll, habe Andreas V. das Kind vergewaltigt. Während Andreas V. am Tisch saß, soll er einer 6-Jährigen befohlen haben, ihn oral zu befriedigen. Unter der Dusche habe er regelmäßig von einem Mädchen verlangt, ihn zu befriedigen. Es gab schon früh Hinweise darauf, dass Andreas V. pädophil sein könnte. Bei Jugendamt und Polizei wurden schwere Fehler gemacht. Eins muss man diesem Jugendamt lassen, in allem, was es an Fehlern gemacht hat, war es konsequent. Jetzt am Ende des gesamten Geschehens ist es in meinen Augen einer der größten Ermittlungsskandale der deutschen Polizei in der Nachkriegszeit. Ich habe von Anfang an gesagt, es werden ständig neue Nachrichten kommen, und zwar schlimme. Jetzt beginnt der Prozess gegen Andreas V. Das Gericht wird klären müssen, was tatsächlich geschah. Monatelang recherchierten Reporter von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung die Hintergründe dieses Missbrauchsskandals. Der Campingplatz Eichwald in Lüchte. Hier hat Andreas V. 30 Jahre lang gewohnt. Ein alleinstehender Mann, der bis zu seiner Verhaftung immer Kinder um sich herum hatte. Zuletzt sogar ein Pflegekind, vom Jugendamt ihm zugesprochen. Um sie zu schützen, nennen wir sie Maja. Sie nannte ihn Adi oder Papa. Maja liebte bunte Kleider, Pferde und Wachsmalstifte. Schon Jahre bevor Maja geboren wurde, umgab Andreas V. sie stets mit Kindern. Viele wurden Opfer, manche nicht. Zu ihnen gehört eine heute junge Frau. Wir nennen sie Lucy. Meine Schwester war damals im Schwimmbad und der Andreas hatte auch mehrere Mädchen dabei. Und meine Schwester hat sich dann mit einem der Mädchen angefreundet. Als ich ungefähr 6 Jahre alt war, hat meine Schwester gefragt, ob ich nicht mit möchte. Und dann bin ich halt mitgefahren. Und dann hat es mir auch dort gefallen. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann auch am Wochenende und in den Ferien dort. Auf dem Campingplatz selber hatten wir dann Pferde. Dadurch sind wir dann über den Campingplatz geritten. Wir hatten Rollerscooter, wir hatten Bälle. Wir hatten eigentlich alles, was wir wollten. Was man zum Spielen braucht, haben wir von Andreas bekommen. Dann hatte Andreas oft, wenn Ferien waren, ein Lagerfeuer gemacht. Und dann kamen eigentlich auch ganz, ganz viele Eltern mit ihren Kindern zu dem Lagerfeuerplatz. Und man hat dann Stockbrot gemacht, rumgespielt mit dem Ball. Ja. Eine perfekte Kulisse des Kinderglücks, mit der Andreas V. alle getäuscht haben soll. So sehen es die Anwälte der missbrauchten Kinder. Der Campingplatz galt gemeinhin für die Kinder als großer Abenteuerspielplatz. Da war was los, da waren andere Kinder, man konnte draußen spielen, da gab es ein Trampolin, das war wie so ein Sommercamp. Die waren gerne dort, keiner hat sie gezwungen. Dann haben die Kinder sich angefreundet, auf Vorschlag des Andreas V. wurde dann ein Kennenlernen forciert weiter, man könnte sich ja mal treffen, man könnte was zusammen unternehmen. Freizeitpark, Ponyreiten und auch Quadfahren zum Campingplatz kommen. Also mein Vater war schon erst misstrauisch, aber meinte so, ach, da laufen so viele Kinder rum, da kann nichts sein. Und heute weiß ich, das war eine Masche von Andreas, die ganzen Kinder um sich zu scharen. Nennen wir sie Sarah. Sie war mit Lucy befreundet und seit 2008 ständig auf dem Campingplatz. Er hat uns zum Beispiel auch ein Pferd gekauft. Und zu den anderen Kindern gesagt,
Wir haben ein Pferd und so. Wollt ihr auch mal mitkommen? Und klar, durch das Pferd war man halt auch immer dran gebunden, zu ihm hinzukommen, um das sauber zu machen, den Stall sauber zu machen, zu füttern und zu putzen und, und. Bei dem, was danach kam, sagt sie, sei manchmal ein anderer Mann dabei gewesen. Andreas hatte Kontakt zu jemandem im Internet und ich sollte mich vor Andreas Webcam ausziehen. Und der Mann auf der anderen Seite hieß Heiko. Na klar, erst wurde Vertrauen aufgebaut, hi, wie geht's dir, sowas. Und der Andreas hat dann an mir rumgefummelt, erst an der Brust, dann unten. Und dann hat dieser Heiko sich halt, ich weiß nicht, kann ich das sagen, er hat sich einen runtergeholt. Ich konnte seinen Kopf und seinen Penis sehen. Es hat länger als eine Stunde gedauert. Ich hab's einfach über mich ergehen lassen. Und geschwiegen. Denn wenn die Nacht vorüber war, gab es da wieder dieses Kinderparadies. Mit dem netten Mann, der sich um alles kümmerte. Damals war er für mich wie ein Vater, weil ich bin ohne Vater aufgewachsen. Er war sehr zuverlässig, wenn es um Termine ging. Er war immer pünktlich. Er hat uns auch pünktlich von der Schule abgeholt. Also, das war echt nicht, dass wir mal eine Minute warten mussten. Der arbeitslose Dauercamper hatte ein Auto. Und egal, was anstand, er bot der Mädchenklicke seine Hilfe an und fuhr. Als Lucy 10 Jahre alt ist, bekommt ihre ältere Schwester ein Kind. Maya. Wo also Maya auf die Welt kam, wollte ich Maya auch direkt sehen. Und wo sie auf die Welt kam, das war halt weit weg und ich hatte keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Dann ist der Andreas mit mir dorthin gefahren. Er stand eigentlich nur im Zimmer mit und hat gewartet, bis ich fertig bin. Beide Eltern sind erst 16. Deshalb kommt Maya unter die Aufsicht des Jugendamtes. Die Beziehung der Eltern geht bald in die Brüche. Und Mayas Mutter kommt mit ihrer Tochter hierher auf den Campingplatz. Dort spielt auch immer noch Sarah. Also als ich Maya zum ersten Mal gesehen habe, da war die noch ganz klein. Ich habe ihr auch noch die Pampers öfter mal gewechselt. Der war immer lieb zu ihr. Maya war quasi sein Liebling. Ihre Mutter war am Anfang auch noch öfter da, aber irgendwann nicht mehr. Also, naja, wenn man so drüber nachdenkt, hat er sich halt die Familien rausgesucht, die sich halt nicht ganz so viel leisten können oder wo die Familienverhältnisse nicht ganz so doll waren. Und das hat er dann auch ausgenutzt. Andreas V. und seine Parzelle. Ein Anziehungspunkt für Kinder, die in schwierigen Familienverhältnissen leben. So auch bei Maya. Die Mutter kümmert sich offenbar immer weniger um sie. 2015 gehen mehrere Meldungen über Kindeswohlgefährdung beim Jugendamt ein. Der Kindergarten schlägt Alarm und stellt Entwicklungsrückschritte fest. Das Kind erscheine nicht regelmäßig und habe Sprachschwierigkeiten. Zuständig für Maya ist das Jugendamt Hameln-Pyrmont. Hier wohnte damals ihre junge Mutter. Verantwortlich für das Jugendamt ist Landrat Tjark Bartels. Das Amt hat über Maya und ihre Betreuung eine Akte geführt. In der taucht der Name von Andreas V. erstmals Anfang 2016 auf. Das Kind verbringe regelmäßig die Wochenenden bei ihm. Die Akten als solche, das sind fast 800 Seiten gewesen. Wir haben zum einen gesehen, dass das eine sehr akribisch geführte Akte war in vielen Punkten, bei der offensichtlich viel Mühe dort hinein investiert worden ist, die richtige Begleitung zu finden. Trotz dieser Begleitung durch das Jugendamt, die Mutter bringt das Kind immer häufiger zu Andreas V. Auf einem Zettel, handschriftlich, soll sie ihm sogar die Fürsorge für ihr Kind übertragen haben. Auch gegenüber dem Jugendamt sagt sie, ihre Tochter soll auf dem Campingplatz bei Andreas V. bleiben. Nicht das Jugendamt hat das Kind dorthin gesteckt, sondern die Mutter hat, bevor wir aktiv geworden sind, sogar schriftlich gesagt, das Kind soll bei diesem Mann leben und wohnen. Dort kommt es besser zurecht, als wenn ich die Erziehungsaufgaben wahrnehme. Dann sind wir dazugekommen und haben natürlich unsere Probleme damit gehabt, aber am Ende auch vor allen Dingen in diesem rechtlichen Rahmen kaum anders handeln können. Noch geht es nicht um eine Pflegschaft, sondern nur darum, wo Maya leben soll. Die Mutter entscheidet, bei einem über 50-jährigen Dauercamper. Und das Jugendamt lässt es zu. Mayas Schlafplatz sah am Ende so aus. Aus dem äußeren Bild ist ersichtlich, hier hätte ein 6-jähriges Mädchen nicht hingehört. Überhaupt, dass sie dort hineingebracht wurde, das ist nicht nachvollziehbar. Und deshalb wäre das Jugendamt gehalten und hätte beim Familiengericht eine Einschränkung oder gar einen Entzug, je nachdem, wie hoch die Gefährdung
des Kindes ist, beantragen müssen, um dann selbst in geeigneter Form sicherzustellen, dass dieses Kind gut betreut und versorgt wird. Mayas Kindergarten 2016. Sie ist 5, da meldet eine Kinderpsychologin, sie habe ein ungutes Gefühl bei Andreas V. und äußert gegenüber dem Jugendamt den Verdacht, er könnte pädophil sein. Das Jugendamt beschließt, Maya und Andreas V. durch die sozialpädagogische Familienhilfe betreuen zu lassen. Jetzt bekommen sie regelmäßig Besuch. Einmal ist Mayas Tante Lucy dabei. Das Treffen fand vor dem Campingplatz statt. Dann sind wir rüber in den Wald gegangen zum Spazieren. Maya und ich sind ziemlich weit vorgelaufen. Und Andreas und die Familienhelferin waren ziemlich weit hinter uns und haben sich unterhalten. Worüber die sich unterhalten haben, weiß ich nicht. Also, dann haben wir uns verabschiedet. Sie ist wieder weggefahren und das war's. Also, sie hat nicht irgendwie Maya mal beiseite genommen und mit ihr alleine geredet oder sowas. Sie hat auch gar nicht gefragt, wer ich bin und warum ich jetzt gerade dabei bin. Es gab eine Auseinandersetzung auch mit dem Kind, es gab auch ein Hinschauen, was das angeht, aber eben nicht gut genug. Und natürlich ist das Kind regelmäßig alleine mit Menschen gewesen, die es betreut haben. Und dort ist nichts aufgefallen und das ist eben etwas, was sich da durchzieht. Auch Dritte, die eben einen Kontakt hatten und keine Idee hatten, dass das möglicherweise dort Übergriffe gegeben hätte. Auch Fachleute nicht. Was wir sicherlich haben, ist auch bei Fachkräften im Jugendamt die fehlende Haltung, dass Gewalt gegen Kinder alltäglich passiert und dass ich auch sicherlich in meinem Einzugsbereich mit diesen Kindern zu tun habe. Das ist sehr schwierig. Diese Haltung muss man wirklich kultivieren im Team, auch im Amt, weil ansonsten übersehe ich das. Das Jugendamt lässt sich offenbar täuschen durch die über Jahre hinweg aufgebaute Fassade als Kinderfreund. Dabei hatten Behörden schon rund 20 Jahre vorher konkrete Hinweise. Rückblende. Bei Andreas V. soll einmal ein 4-jähriges Mädchen zu Besuch gewesen sein. Auch dieses Kind malte gern. Mandalas. Andreas V. konnte solche Mandalas ausdrucken. Ermittler hielten fest. Für eine orale Befriedigung soll er ihr ein Mandala geschenkt haben. Das Kind habe der Mutter später erzählt, Penislecken schmecke nicht. Die Mutter verdächtigt jemand anderes, wendet sich an die Staatsanwaltschaft. Erwähnt aber, das Kind habe gesagt, es sei Adi gewesen. Nichts geschieht. 2002 wiederholt der Vater des Kindes diesen Vorwurf gegenüber einer anderen Polizeistelle. Nennt konkret Andreas V. Ein Verfahren wird eingeleitet, an die Polizei Lippe übertragen. Was dort passiert, ist heute unklar. Aber die Polizei vermerkt Andreas V. in einer Liste möglicher Sexualstraftäter. 2008 wieder ein Hinweis. Mitarbeiter eines Lüchter Kinderwohnheims des ehemaligen Trägers St. Elisabeth Stiftung zeigen Andreas V. bei der Polizei an. Der Vorwurf, er habe einem Kind dort ein Handy geschenkt, darauf obszöne Inhalte. Die Polizei Lippe trägt dies in ein offizielles Register ein. Von nun an ist Andreas V. polizeilich aktenkundig. Die Staatsanwaltschaft aber wird nicht informiert. In dieser Zeit soll er weiter Kinder missbraucht haben. Darunter auch Sarah. Ich war fast jedes Wochenende da und da ist doch fast immer was passiert. Also er hat mich angefasst. Ich habe nichts von den anderen Mädchen mitbekommen. Ich dachte wirklich, das passiert nur bei mir. Und deswegen habe ich es dann auch keinem anderen gesagt. Als Kind kann man das ja nicht so ganz zuordnen. Und man denkt, man kriegt dann Ärger und es passiert irgendwas und dann sagt man halt auch nichts. Andreas hat ja auch gesagt, erzähl's nicht deinen Eltern, sonst gibt's Ärger. So schildern es viele. Netter Onkel bei Tag, Drohungen in der Nacht. Andreas V. scheint sich sehr sicher gefühlt zu haben, viele Jahre lang. Sommer 2016. Ein Fest in einer Kleingartenanlage. Hier soll Andreas V. mit Maya eingeladen gewesen sein. So erinnert sich Jens Rositzka. Er sagt, er war dabei mit seinen beiden Töchtern. Es war halt ein Kindergeburtstag, es gab keinen Alkohol, zu dem waren wir eingeladen. Adi kannte ich zu der Zeit noch gar nicht. Der kam dann vom Reden her Fachmann für alles und erst recht für Erziehung und Kinder.
Es gab zwei Situationen, die gingen gar nicht. Die erste Situation war halt, wenn er Kinder hochgenommen hat oder sowas, dann nicht wie normale Menschen unter den Achseln oder in den Hüften, sondern stets und ständig eine Hand zwischen den Beinen. Und dann auch nur bei Mädchen, ne, die ja auch fortwährend, egal was sie gemacht haben, fotografiert hat. Dann war es eben halt die Situation, dass das auch bei meinen Kindern gemacht hat. Ich habe ihm dann gesagt, dass er das unterlassen möchte, dass ich das absolut nicht möchte. Daraufhin guckte er mich nur an und meinte, ach, nun stell dich mal nicht so an. Und dann habe ich gesagt, ich stell mich aber an. Ja, und dann hat er meine Große, die hat er dann auf seine Schultern gesetzt und meinte zu ihr, sie solle mal den Rock hochnehmen. Und daraufhin habe ich ihn dann gefragt, warum sie denn den Rock hochnehmen soll. Und dann meinte er dann, weil er es so gerne hat, kleine feuchte Mösen am Hals zu spüren. Und da ja, fiel bei mir eine Schotte und ich habe ihn eine gelangt. Jens Rositzka habe das Fest daraufhin mit seinen Töchtern verlassen und auf dem Heimweg beschlossen, hier muss was passieren. Der alleinerziehende Vater kennt eine Anlaufstelle. Ja, hab dann beim Kinderschutzbund angerufen, denen das erzählt und die meinte auch, das ginge überhaupt nicht. Bei ihr würden auch sofort alle Alarmanlagen angehen. Beim Kinderschutzbund sitzt an diesem Freitag eine Frau, die schnell handelt. Sie sieht sofort die Gefahr, die von einem solchen Mann ausgehen könnte. Wir haben als erstes das Jugendamt Hameln-Bad Pyrmont informiert. Die sind für uns im Landkreis zuständig, haben dort niemanden angetroffen außerhalb der Geschäftszeiten, also eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Das war uns zu heikel, das hat nicht ausgereicht in unserem Sinne. Insofern haben wir die Polizeidienststelle in Lippe informiert, haben dort darum gebeten, dass eine Überprüfung auch noch am Wochenende dieses Campingplatzes und des mutmaßlichen Täters stattfindet. Die Polizei Lippe überprüft den Mann nicht. Auch die Akteneinträge zu ihm fallen offenbar nicht auf. Stattdessen fragen die Polizisten beim Jugendamt in Lippe an. Das ist für Andreas V. und Maja nicht zuständig, sondern das Jugendamt in Hameln. Das meldet keine Auffälligkeiten. Andreas V. könne den Vorfall plausibel erklären. Das war's. Andreas V. ist wieder einmal davongekommen. Während Polizei und Jugendamt alle Hinweise ad acta legen und Maja weiterhin bei ihm wohnt, gibt es mindestens einen Mann auf diesem Campingplatz, der wie Andreas V. Kinder missbraucht haben soll. Auf dieser Parzelle wohnt er. Mario S. ist 34 und schart ebenso Kinder um sich. Ermittler hielten fest. Mario S. soll ein Mädchen mit in den Wald genommen haben. Hier soll er es dazu gebracht haben, nackt für Fotos zu posieren. Mario S. und Andreas V. kennen sich. Wie lange schon, ist ungeklärt. Andreas V. soll Mario S. per Chat gefragt haben, wo er mit den Kindern sei. Die Antwort: im Wald. Andreas V. soll ihn ermahnt haben, die Mädchen bloß nicht schwanger zurück auf den Campingplatz zu bringen. Auch gegen Mario S. wurde bereits Jahre zuvor wegen Kindesmissbrauchs ermittelt. Ergebnislos. Sein Anwalt? Ich hatte den Eindruck am Anfang, dass er einen Mitläuferstatus hat, aber dieser Eindruck oder diesen Eindruck musste ich dann korrigieren. Die Vorwürfe, die man dann hat nachlesen können in Verbindung mit den Anhörungen, Vernehmungen der betroffenen Opfer, ja, das war dann eben schon etwas gewaltig. Andreas V. und Mario S. sollen sich wechselseitig mit Kindern besucht haben. Mit diesem Wagen soll es von einem zum anderen gegangen sein. Die Anwälte schildern Drastisches. Die Kinder sind, entschuldigen Sie meine flache Ausdrucksweise, unter dem Beschuldigten getauscht worden. Das heißt, ein Kind A war nicht nur Missbrauchsopfer eines Beschuldigten, sondern einen Tag später, eine Woche später, wurde das Kind A dann auch zum Missbrauchsopfer eines anderen Täter. Es ist nichts ausgelassen worden. Alles, was sie sich an Widerlichkeiten im Rahmen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes vorstellen können, ist zum Nachteil dieser Kinder praktiziert worden. Ermittler hielten fest: Andreas V. soll ein Mädchen zu Mario S. gebracht haben. Dort sollen sie das Kind gezwungen haben, sich zu entkleiden. Mario S. soll es danach anal vergewaltigt haben. Die Kinder berichten ja auch von Schmerzen und von
richtig körperlichen Schmerzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich niemand mitbekommen hat. Und ich hoffe, dass die weiteren Ermittlungen der Polizei auch dazu führen, dass es Personen gibt, die etwas gesehen haben und die ja bedauerlicherweise aus welchen Gründen auch immer die Klappe gehalten haben, die geschwiegen haben. Heute will niemand vom Campingplatz mehr vor die Kamera. Der Campingplatz gehört zu Elbringsen. Elbringsen wiederum gehört zu Lüchte. Und er ist hier der Bürgermeister. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Schauen Sie sich um, schöner gelegen kann ein Ortsteil nicht sein. Man hält hier zusammen. Man hat in der Vergangenheit unheimlich viel auf die Beine gestellt. Wenn es selbst hier in Elbringsen so passiert ist, dann wage ich die Behauptung, dann kann das überall passieren. Derjenige, der auf einem Campingplatz wohnt, ist immer nicht ganz so in einem Ort integriert wie sicherlich die hier Geborenen, die hier Aufgewachsenen. Aber die Dauercamper, einige von denen, die sind auch schon integriert gewesen, die auch in Vereinen tätig waren, die auch sonst der Hilfsbereich gewesen sind. Das gilt auch für Andreas V., der ja auch mitgewirkt hat. Wenn seine Hilfe gefragt war, dann war er da und hatte immer sehr hilfsbereit zur Seite gestanden. Andreas V. kam regelmäßig mit Maja hierher. Im evangelischen Gemeindehaus waren sie in der Mutter-Kind-Gruppe angemeldet. Elke Schröder kannte beide. Sie organisiert die wöchentlichen Kinderfreizeiten. Hübsches Kind, habe ich immer zu ihr gesagt. Mensch, wie kriegst du das hin, dass deine Haare so glänzen? Hier auf dem Spielplatz waren wir oft und dann haben wir getobt, Verstecken gespielt, Ball gespielt, Seil gesprungen. So was hat sie gern gemacht. Für mich war es eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, dass ein Kind bei einem Mann lebt, der von Hartz IV lebt, der auf dem Campingplatz lebt. Weiß ich nicht, hat mir ein bisschen Bedenken gegeben. Dabei habe ich immer noch gedacht, naja, er lebt mit ihr in dem festen Haus. Aber das war ja auch nicht so. Die Wohnung über der Elbringser Sparkasse hat Andreas V. erst später angemietet. Denn immer wieder drängt das Jugendamt darauf, dass Maja in eine ordentliche Wohnung soll. Gewohnt haben soll er hier nie. Stattdessen soll auch dieses Haus zum Tatort geworden sein. Gefunden wurden hier später unter anderem Kameras mit einem Stativ auf dieses Sofa gerichtet. Und eine mit Helium gefüllte Gasflasche. Damit könnten Kinder betäubt worden sein. Maja selbst soll, davon geht die Anklage aus, mindestens 132 Mal von Andreas V. missbraucht worden sein. Ich konnte es echt nicht glauben. Also, dass man es schafft, dass die Kinder so lange schweigen und dass sie nicht... Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Mindestens 22 Kinder in 20 Jahren. Ihr Schweigen, erklärt einer der Anwälte so. Wenn Kinder an diesen Handlungen mitgewirkt haben, dann sind sie nachher belohnt worden. Da sind Unternehmungen gemacht worden, man verließ den Campingplatz. Der Hauptverdächtige hat sich das Vertrauen dieser Kinder erschlichen. Und zwar aufgrund eines ganz perfiden Plans. Er wusste von Anfang an, was er vorhatte mit dem. Man ging zusammen schwimmen. Jetzt sage ich mal ganz flach, da gab es das sprichwörtliche Eis. Auf der anderen Seite sind die Kinder auch bedroht worden. Da ist also ganz, ganz konkret damit gedroht worden, dass man den Eltern etwas antun wird von den Kindern. Und das wollen Kinder in der Regel nicht. Die halten Mama und Papa außen vor und sagen, um Gottes Willen, bitte Mama und Papa nichts tun. Das hat der Hauptbeschuldigte schon sehr, sehr gut verstanden, so ein System aufzubauen, das ihm persönlich natürlich auch die Sicherheit gab, weiter agieren zu können. Vor allen Dingen die Sicherheit, nicht so schnell entdeckt werden zu können. Und doch gab Maja Signale, dass mit Andreas V. etwas nicht stimmen könnte. Im November 2016 hat der Dauerarbeitslose einen Termin im Jobcenter. Maja nimmt er mit. Der Jobcenter-Mitarbeiterin fällt auf, das Kind ist für die Jahreszeit viel zu dünn angezogen. Maja soll gesagt haben, sie könne Männerschweiß nicht mehr riechen
und Andreas V., aber für Süßigkeiten mache sie alles. Die Mitarbeiterin des Jobcenters meldet das der Polizei Lippe. Die meldet ans Jugendamt Lippe Kindeswohlgefährdung. Das Jugendamt Lippe reagiert sofort, schickt zwei Mitarbeiterinnen unangekündigt auf den Campingplatz. Andreas V. ist nicht da, aber sie sehen dort haufenweise Unrat und Müll. Das Jugendamt Lippe bestellt Andreas V., Maja und die Familienhilfe ein zu einem Gespräch. Eine Woche später beim Kontrollbesuch ist es aufgeräumter. Das Jugendamt Lippe gibt den Fall wieder an Hameln ab. Dort landet auch dieser Hinweis in der Akte. Die Situation war schwierig, weil es eben unordentlich war, weil wir schwierige Rahmenbedingungen hatten. Allerdings ist auch das etwas, unser Jugendamt und alle Jugendämter in Deutschland sind in Verhältnissen oft unterwegs, wo die Verhältnisse eben schwierig sind. Und da habe ich es mit Leuten zu tun, die eben nicht einfach sind. Ein Monat später. Die Mitarbeiterin des Jobcenters findet keine Ruhe. Wurde ihrem Hinweis wirklich nachgegangen? Sie ruft Ende Dezember beim Kinderschutzbund an. Vielleicht habe sie sich nicht konkret genug ausgedrückt. Sie habe den Verdacht, Andreas V. sei ein Pädophiler. Der Kinderschutzbund meldet das der Polizei. Die meldet das weiter ans Jugendamt. Die fragen bei der Familienhilfe an. Die meldet zurück. Keine Anzeichen für einen Missbrauch. Und im Hameler Jugendamt landet der Hinweis erneut in den Akten. Es ist der dritte innerhalb weniger Monate, der an das Jugendamt gegangen ist. Es ist die Zeit, in der das Amt prüft, ob sich Andreas V. als dauerhafter Pflegevater eignet. Und trotz all dieser Hinweise trifft das Jugendamt Hameln im März 2017 eine verhängnisvolle Entscheidung. Es überträgt die Vollzeitpflege für Maja an Andreas V. Jetzt ist er offiziell ihr Pflegevater. Das waren ja erstmal nur Hinweise, das war ja kein Beleg und kein Beweis. Aber man hätte dann so genau hingucken müssen, dass man möglicherweise eben doch entdeckt hätte, was da eigentlich passiert ist. Und das eine Ecke früher, als es jetzt passiert ist. Und das ist das, was tatsächlich der eigentlich entscheidende Punkt ist. Ich habe auch schon beim Jugendamt gearbeitet. In dem Moment, wo ich ein Kind dort auf dem Dauercampingplatz gefunden hätte und ein erster Hinweis auf sexuelle Gewalt möglicherweise dort eingegangen wäre, hätte ich auf gar keinen Fall ein Kind auf einem Dauercampingplatz wohnen lassen. Punkt. Jetzt aber wohnt Maja hier. Und Andreas V. bekommt als Pflegevater dafür rund 1.000 Euro monatlich. Im Sommer 2018 kontrolliert das Jugendamt Andreas V. über Monate überhaupt nicht. Auch die Familienhilfe hat gekündigt. Und Maja? Sie soll für ihn der perfekte Lockvogel gewesen sein. Der Köder, um andere Kinder zum Übernachten auf seiner Parzelle zu überreden. Er schaltet sogar Anzeigen. Alleinerziehende Mütter mit Töchtern gesucht, als Freundinnen für seine Maja. In diesem Sommer kommt zu Andreas V. das Kind, das endlich das Schweigen brechen wird. Eine Neunjährige. Die Mutter erinnert sich. Nach den ersten Übernachtungen hat meine Tochter mir nichts erzählt. Sie wollte dann sogar von sich aus wieder zu ihrer Freundin. Und ich habe das dann auch wieder erlaubt. Als er sie dann zum zweiten Mal wieder zurückgebracht hat, hat sie zu Hause angefangen zu weinen. Und sie hat mir erzählt, dass er ihr Schlimmes angetan hat. Ihr wehgetan hat. Ich habe ihn dann zur Rede gestellt und ihn gefragt, was hast du meinem Kind angetan? Und er war erst ganz still. Dann meinte er zu mir, sie wollte das. Ich weiß, dass sie es wollte. Ich bin nicht sofort zur Polizei gegangen, weil ich Angst hatte. Er wusste ja, in welche Schule meine Tochter geht. Ich hatte Angst, dass er irgendwo da auf sie wartet und sie auf dem Weg nach Hause mit dem Auto abfängt. Zwei Monate später geht sie doch zur Polizei. Ich habe denen geschildert, was er mit meiner Tochter gemacht hat. Und auch, was meine Tochter gesehen hatte, was die Pflegetochter, die Maja bei Andreas V. machen musste. Die Polizisten haben gesagt, sie kümmern sich sofort. Am 20. Oktober geht ihre Anzeige bei der Polizei in Bad Pyrmont, Niedersachsen, ein. Die verständigen sofort die Kollegen in Lippe, Nordrhein-Westfalen.
Die fordern, vernehmt erst die Tochter der Anzeigenstellerin. Danach vergehen nochmals 2 Wochen, bis gehandelt wird. Sie müssen ja nun sehen, wenn so ein Vorgang per Post oder wie auch immer hier in Lippe bei der Polizei ankommt, dann liegt er ja noch nicht bei dem Sachbearbeiter. Also die Sachbearbeiterin hat sofort entschieden, hier muss sofort gehandelt werden. Und zwar nicht im Sinne von, ich muss jetzt die Ermittlungen aufnehmen, sondern die hat sofort gesehen, ich muss mit dem Jugendamt Kontakt aufnehmen und muss dafür sorgen, dass das Kind da rauskommt. Erst am 13. November, 24 Tage nachdem die Anzeige der Mutter eingegangen ist, wird Maja endlich von Mitarbeitern des Jugendamtes Lippe in Obhut genommen. Andreas V. wird nicht verhaftet. Er hat jetzt viel Zeit. Das Problem war letztendlich, dass die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls am 13.11. wahrscheinlich nicht vorlagen. Die Alternative, das Kind aber dann dazulassen und zu ermitteln, nicht gangbar war. Das heißt, man musste am 13.11. das Kind rausholen, was zwangsläufig wahrscheinlich dazu geführt hat, dass Andreas V. Zumindest geahnt haben könnte, dass gegen ihn ermittelt wird. Was tut er in dieser Zeit? Er hätte sie nutzen können, um Beweismittel verschwinden zu lassen. Er schreibt einen Abschiedsbrief an Maja. Erst am 6. Dezember, 47 Tage nach der Anzeige der Mutter, wird Andreas V. verhaftet. Mit den Ermittlungen beschäftigt sich jetzt die Polizei in Lippe. In dem Moment, wo relativ klar ist, dass man es hier mit jemandem zu tun hat, der Kinder missbraucht, der wahrscheinlich eben auch in pädophilen Netzwerken aktiv ist, dafür sprechen die Datenträger, in dem Moment muss tatsächlich das ganz große Besteck ausgefahren werden. NRW-Innenministerium, Mitte Dezember. Während in Lippe ein paar Polizisten einen Riesenfall ermitteln sollen, geht hier eine Meldung zu Lüchte ein. Damals, so sagt heute der Minister, hätte er noch nicht ahnen können, dass diese Meldung bald große Wogen schlagen wird. Bis hin zu Rücktrittsforderungen an ihn. Wenn man Informationen bekommt von der Behörde über die Abläufe und die sind alle positiv und sogar der Staatsanwalt bestätigt, dass die ordentliche Arbeit machen, dann muss ich sagen, wäre ich niemals auf den Gedanken gekommen, dass da ein Problem ist. Vielleicht war es ganz banal, dass sie einfach glaubten, sie kriegen es in den Griff. Vielleicht waren sie fest überzeugt, sie können das. War aber ein Irrtum. Die Polizei in Lippe scheint völlig überfordert. Insgesamt 4-mal durchsuchen die Beamten die Parzelle von Andreas V. und gehen dabei offenbar höchst unsystematisch vor. Bei der 4. Durchsuchung finden die Beamten noch mehrere Jacken mit Mädchennamen darin, Kindertagebücher, eine Webcam, ganze Spindeln mit selbstgebrannten CDs und Rohlingen, einen lila Vibrator, ein Poesiealbum. Zu den Gegenständen, die sehr früh gefunden worden sein müssen, gehört ein Koffer voller DVDs. In diesem Raum, im Lipper Präsidium, soll ein Polizeianwärter die DVDs sichten. Er beginnt damit. Aber auf bislang ungeklärte Weise geht der gesamte Koffer mit den DVDs verloren. Er wird nie wiedergefunden. Ich selbst habe das durchaus mehrfach erlebt, dass bestimmte wichtige Asservate nicht mehr auffindbar waren. Auch das fotografisch zu dokumentieren, wo lagen die Dinge, alles das ist offensichtlich hier nicht wirklich gemacht worden. Und damit handwerkliche Fehler. Während die Lipper Polizei zu Andreas V. ermittelt, soll der Missbrauch auf der anderen Seite des Campingplatzes weitergegangen sein. Auf der Parzelle von Mario S. Ende Dezember ist der noch auf freiem Fuß. Ermittler hielten fest, er soll einen Jungen und ein Mädchen dazu aufgefordert haben, sich gegenseitig an den Geschlechtsteilen anzufassen. Obwohl die Polizei Lippe Aussagen von Kindern auch gegen ihn hat, die Staatsanwaltschaft zögert mit der Festnahme. Die Kollegin hat zu entscheiden, wann liegt ein dringender Tatverdacht vor. Und zu dem Zeitpunkt hat sie den Haftbefehl beantragt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn in diesem Zeitraum Taten waren, klar,
Und wenn er vorher verhaftet worden wäre, hätten diese Taten nicht begangen worden sind. Das ändert aber nichts daran, dass es darauf nicht ankommt, sondern es kommt auf die Frage an, ab wann bestand der dringende Tatverdacht. Mitte Januar 2019 wird auch Mario S. verhaftet. Und ein dritter Mann, der beim Missbrauch via Webcam zugesehen haben soll. Ende Januar gibt die Polizei Lippe eine Pressekonferenz. Erstmals gelangen Details über den Missbrauch an die Öffentlichkeit. Der erste nachweisbare schwere sexuelle Missbrauch eines Kindes erfolgte bereits 2008 an einer Achtjährigen. Das Alter der Opfer war zur Tatzeit jeweils zwischen 4 und 13 Jahre. Wir sprechen hier vermutlich von mehr als 1000 Einzeltaten. Wir haben insgesamt 23 Opfer identifizieren können. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass diese Zahl 23 vermutlich nicht abschließend bleibt. All die Hinweise, die nicht ernst genommen worden sind. Verschwundene Beweismittel, schlampige Durchsuchungen, Zufall oder Vorsatz. Wurden die Tatverdächtigen von der Polizei gedeckt? Der Minister muss reagieren. Deshalb sind die Menschen, die da gehandelt haben und verantwortlich waren, von ihren Aufgaben entbunden worden. Und zwar durch mich, durch uns. Und zwar relativ zügig und klar. Und alles, was wir bisher untersucht haben, sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft, dafür gibt es keinen Hinweis, dass so etwas sein könnte. Trotzdem, in der Welt ist alles möglich. Mit den Ermittlungen hat er die Polizei Bielefeld beauftragt. Dort arbeiten jetzt zeitweise rund 80 Beamte am Fall Lüchte. Die ermitteln bis heute nicht mehr nur rund um den Campingplatz, sondern auch gegen ihre eigenen Kollegen in Lippe und gegen Mitarbeiter des Jugendamtes. Hier wurde offenbar versucht zu verschleiern. Der Landrat muss eingestehen, eine Mitarbeiterin habe die Akte manipuliert. Sie hatte geschrieben, Andreas V. etabliere sich bei Kindern als feste Größe, erzeuge Abhängigkeit. Heißt, ein typisches Verhalten Pädophile. Nachträglich löscht die Frau ihren eigenen Vermerk. Deshalb wird sie am Ende entlassen. Natürlich gab es ganz viele Gespräche darüber. Ich denke mir, im Nachhinein ist es ihr schwergefallen, das zu erläutern, warum sie das gemacht hat. Man kann dann nur mutmaßen, dass das in dem Moment so eine Art Panik ist, dass in dem Moment sprichwörtlich ist, wie Schuppen von den Augen fällt, dass man es ja damals hätte erkennen können und sogar aufgeschrieben hat. Und dass man das dann eben nicht mehr dokumentiert haben möchte. Aber das ist auch eine Spekulation, warum sie das dann genau gemacht hat. Auf jeden Fall hat sie es getan. Eins muss man diesem Jugendamt lassen. In allem, was es an Fehlern gemacht hat, war es konsequent. Es hat die Fehlerkette konsequent bis zum bitteren Ende durchgezogen. LKA Düsseldorf. Hier befindet sich eine Abteilung, die sonst nur von speziell ausgebildeten Polizisten betreten werden darf. Beamte, die Kinderpornografie auswerten. Und im Fall Lüchte wurden große Mengen davon gefunden. Der Minister soll schauen, was die Beamten hier ertragen müssen. Es sind keine Bilder aus Lüchte, die er zu sehen bekommt. Das sind nun klassische Kinderpornografie-Bilder. Zusätzlich haben wir natürlich auch Videomaterial. Und hier wird ein kleines Kind über Minuten, ich springe jetzt mal vor, gequält mit verschiedensten wirklich schlimmen Gegenständen teilweise. Es wird... Auch das meiste Videomaterial bei den Tatverdächtigen aus Lüchte stammte aus dem Internet. Nur einen geringen Teil davon haben sie selbst produziert. Ob sie damit auch Geld verdient haben, ist noch unklar. Sechsmal wurde die Parzelle von Andreas V. durchsucht. Dann hat die Staatsanwaltschaft sie freigegeben. Und der Campingplatzbesitzer hat einen Abbruchunternehmer bestellt. Für sich macht er ein Handyvideo. Die letzten Aufnahmen der Behausung von Andreas V. Der ist so ein Muff, das hältst du ohne Maske hier gar nicht aus in dem Salon hier. Mann. Als wir in die Wohnwagen rein sind, da sind halt auch uns Sachen durch den Kopf geschossen. Diese Matratzen und diese Betten und diese Stofftiere, die Kuscheltiere, das Spielzeug von den Kindern dann zu entsorgen, haben wir so in dem Maß noch nicht gehabt und müssen wir auch nicht unbedingt noch mal haben.
Beim Abriss ist keine Polizei anwesend. Am Ende landen die gesamten Überreste auf der Deponie. Und zwischen all dem findet der Abbruchunternehmer tatsächlich noch Videokassetten. Er ruft die Polizei. Ja, jetzt soll ich die gleich da mit hinbringen. Also ich... Das muss natürlich unter polizeilicher Aufsicht geschehen. Da steht eine Kamera dabei, dokumentiert das, und da stehen Beamte dabei. Das ist sowas von einem handwerklichen Fehler, der unverzeihlich ist. Der Landtag in Düsseldorf. Der Innenminister wird sich jetzt bald einem Untersuchungsausschuss stellen müssen. Zu viele Pannen, zu viele Ungereimtheiten. Sorgen habe ich vor dem Untersuchungsausschuss nicht. Flüchte und der ganze Vorgang, der bietet auch eine Riesenmöglichkeit für uns. Nämlich die Chance, in dem Thema jetzt endlich weiterzukommen. Ein Thema, was ewig verdrängt worden ist in der Gesellschaft. Manchmal braucht es solche Fälle, um wachzurütteln. Politisch ist das Thema Kindesmissbrauch plötzlich oben auf der Agenda. Der Untersuchungsausschuss ist in dieser Woche im Landtag eingesetzt worden. Landgericht Detmold. Hier wird jetzt der Prozess gegen Andreas V. beginnen. Dort ist er. Er schweigt zu den Vorwürfen bis heute. Auch sein Verteidiger hat sich auf Anfrage nicht geäußert. Mit angeklagt ist der zweite Mann vom Campingplatz, Mario S. Auch er schweigt uns gegenüber. Sein Anwalt rät: Wenn die Täter hier in irgendeiner Form noch irgendetwas gewinnen wollen, dann kann das nur über den Weg eines Geständnisses oder über den Weg von Geständnissen gehen. Man sollte den Opfern ersparen, vielleicht bei Gericht noch mal das aussagen zu müssen, was im Zuge mehrfacher Vernehmungen durch die Polizei bereits stattgefunden hat. Angeklagt ist auch Heiko V. Der Mann, der per Internet zugeschaut haben soll, hat die Vorwürfe teilweise eingeräumt. Sein Anwalt wollte sich uns gegenüber nicht äußern. Gegen weitere Beschuldigte wird ermittelt. Das Gericht muss nun klären, ob und inwieweit sich die Angeklagten schuldig gemacht haben. Wenn es dafür noch einmal die Aussagen der missbrauchten Kinder hören will, dann werden sie hier sitzen und alles noch einmal durchleben müssen. Mir ist es wichtig, dass Andreas so lange wie möglich im Gefängnis bleibt. Hauptsache, er kommt weg, am besten für immer. Ich habe ja jetzt ein eigenes Kind, das werde ich total beschützen. Und ich kenne ja jetzt die ganzen Anzeichen. Ich werde total auf ihn aufpassen. Ich wünsche mir für mich, dass ich mit meiner kleinen Familie jetzt einfach glücklich werde. Insgesamt 33 Betroffene haben im Vorfeld gegen die drei Angeklagten ausgesagt. Viele noch Kinder, einige schon erwachsen. Über 20 Jahre hat sie niemand gehört. Eines dieser Kinder ist Maja. Sie soll gesagt haben, es sei gut, dass der Adi jetzt eingesperrt ist. Dann könne er keine anderen Kinder mehr schnappen. Ich wünsche, dass Maja endlich in ein Umfeld kommt, wo sie ganz normal aufwachsen kann. Und dass sie im späteren Leben damit, also auch mit der ganzen Situation, klarkommt. Der Campingplatzbesitzer will auf der Parzelle von Andreas V. neuen Rasen säen.